In Zeiten der Ausgangssperre, wo eine ganze Menge lokale Geschäfte schließen müssen, viele, viele nicht wissen, was sie zu tun haben, wo es hingeht bald und was sie überhaupt für Möglichkeiten haben, habe ich mich dazu entschlossen, mir jetzt einen absoluten Experten, wenn es ums Thema Traffic geht. Also das heißt, wie kriegst du eine ganze Menge Besucher über Facebook, Google, YouTube auf deine Seiten und machst die zu zahlenden Kunden? Selbst in Krisenzeiten habe ich mir einen Experten dazu geholt, und zwar den lieben Erik. Und darum soll es gehen. Wir werden hier drei Videos für dich abdrehen, die aufgrund der Ausgangssperre hier über Zoom stattfinden gerade, in denen wir darüber sprechen, was wir gerade machen, was wir unseren Kunden empfehlen und raten, um wie du davon profitieren kannst und trotzdem noch selbstbewusst rausgehen kannst, um wirklich erfolgreich dein Geld zu vermehren über bezahlte Werbung, ja, indem du dein Angebot rausbringst. Und dementsprechend freue ich mich, dass du dir gerade die Zeit genommen hast, Erik, hier heute Abend, Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Immer wieder gerne. um mit mir darüber zu sprechen, was wir jetzt hier machen werden. Ja, den lieben Erik habe ich kennengelernt vor gut einem Dreivierteljahr. Ja, ist das her. Und wir haben zuerst, habe ich ihn öfter mal in einer Facebook-Gruppe gesehen, wo es ums Thema Facebook-Ads ging. Und dann später haben wir uns in einer gemeinsamen Mastermind, die sehr hochpreisig angesetzt war, im vierstelligen Bereich monatlich kennengelernt, wo es nur um diese Themen ging. Traffic, Funnel, wie kriege ich meine Lead-Kosten runter, wie kriege ich qualifiziertere Leads hin, wie kriege ich meine Funnel so hin, dass ich wirklich nur noch Traumkunden am Telefon habe und wie bekomme ich generell die Gesamtstruktur, die ich habe, dazu, dass ich weniger ausgebe und mehr einnehme. Das Wunschszenario von allen. Und Erik war immer der Typ, der mich extrem aufgebaut hat, wenn es ums Thema Traffic ging. Das heißt, er hat mir viele, viele krasse Insights und Tipps verraten zum Thema Facebook-Ads, vieles auch zum Thema YouTube-Ads und ganz viele Sachen, die er gezeigt hat, vor allem auch das neueste Ding, Kampagnenbudgetoptimierung, hat bei mir dafür gesorgt, dass ich mittlerweile, obwohl eigentlich viel mehr Leute werben, teilweise nur 50% weniger zahle für meine Leads. Ja, also das heißt, ich habe Webinar-Eintragungen von 2 bis 3 Euro. Das hatte ich damals in 2017, 2018, 2019 waren es eher 5 bis 10 Euro. Und auch deutlich mehr Käufe mittlerweile. Das unter anderem dank seiner Hilfe auch. Und dementsprechend habe ich ihn jetzt hier mit dabei. Erik, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wie bist du überhaupt dazu gekommen und warum bist du, sage ich mal, so ein Nerd, wenn es ums Thema Traffic geht und vor allem auch Funnel-Optimierung. Ja, erstmal noch Hi von meiner Seite aus. Du hast mich jetzt gerade wie einen heiligen Gral hier dargestellt. Ich spiele das Ganze ein bisschen runter, bevor die Leute später sagen, ey, was ist das bitte für ein Typ? Also, ja, wie er schon gesagt hat, ich bin Erik Steigner und die letzten 3 Jahre habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, außer mich um Anzeigen gekümmert. Hört sich ein bisschen langweilig an, ist aber eigentlich eine ziemlich coole Sache, wenn man sich da reinfuchst. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich bin Online-Marketer, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann nach dem Intro. Ich bin hauptsächlich fürs Thema Conversion-Optimierung und eben wirklich hochpreisige Angebote und den Traffic da. Das heißt, ich schicke die richtigen Leute auf die richtigen Angebote und formuliere die Angebote vorher so, dass sie auch verkaufen und schreibe dafür die entsprechende Copy. Wie kam ich dazu? Vor 3,5, 4 Jahren. Habe ich neben der Schule schon angefangen, ja, mir was anderes zu suchen. Ich hatte nicht wirklich Bock auf mein Studium. Das Übliche, man kennt es wahrscheinlich. Habe dann trotzdem mein erstes Studium angefangen, habe es dann nach 4 Wochen hingeschmissen. Das war Informatik, Gott sei Dank. Ich hatte es nicht so mit Mathe. Ich habe dann mein zweites Studium angefangen, auch wieder hingeschmissen, habe dann Nebenjob, hat mir alles irgendwie nicht wirklich zugesagt und kam dann immer mehr in die Schiene rein. Bin dann über Affiliate die ersten, ich glaube, da rutscht jeder wahrscheinlich am Anfang mal rein. Habe dann da versucht, großes Geld zu machen. Hat natürlich nie funktioniert. Bin über Network gekommen, bin über Agenturgeschäfte, Dienstleistungen. Ich habe, glaube ich, so gut wie alles schon durchgemacht. Alles in einer recht kurzen Zeit, aber ziemlich intensiv. Bin dann letztendlich bei größeren Projekten hängen geblieben, eigene Projekte mit aufgezogen. Was haben wir gemacht? Wir hatten unwiderstehliche Webinare. Das war nicht komplett von mir, natürlich nicht. Das war noch ein Team dahinter. Ich war zum Teil für den ganzen Traffic da auch mitverantwortlich. Natürlich auch andere Leute mit dabei. Da hatten wir zum Beispiel in den ersten 2 Wochen einen ROI von, ich glaube, 16, also 1 Euro rein, 16 wieder zurück. Da waren dann allein in den ersten 2 Wochen, ich glaube, 30.000 oder so kamen dabei rum, was schon ziemlich coole Zahlen waren. Später kam ein größeres Projekt. Ich darf nicht leider über alle sprechen, genau die ganzen Namen nennen. Da wurden noch ein paar Verträge unterschrieben und so ein Kram. Aber jetzt gerade die letzten Kampagnen zum Beispiel, ein, zwei Klienten waren, ich glaube, beim aktuellen ist 1.400 noch was rein und irgendwie 23.000 wieder zurück. Bei dem Klienten davor 2.000 rein, ich glaube 40k zurück. So ein Kram mache ich halt, gehe generell viel in hochpreisige Sachen, aber auch eben Low-Price-Stuff.
Was habe ich noch gemacht? Ja, Spend verwaltet irgendwas um die 2 Millionen oder so. Ich weiß nicht, es hört sich jetzt riesengroß an, aber man muss mal schauen, dass man große Projekte ist, man große Leute, da geht es auch um ganz andere Beträge. Deswegen, ja, ist mal genug von mir, das mache ich aus Leidenschaft, mache ich morgens, mittags, abends. Es ist schwer, mich vom Reden abzuhalten, wenn ich damit mal anfange. Merkt man wahrscheinlich gerade, deswegen gebe ich dir nochmal das Wort, bevor ich hier dir dein Video klaue. Dankeschön, Erik. Ja, super spannend, definitiv. Vor allem Erik und ich sind täglich im Austausch und tauschen uns über Projekte aus, die vor allem jetzt gerade in der, sage ich mal, Krise, in der Zeit, wo viele Leute zu Hause sind, wo Ausgangssperre ist in manchen Bundesländern folgt das Ganze noch, je nachdem, wann das Video online kommt, wo auch viele lokale Geschäfte zumachen müssen, wo viele gerade pleite gehen, haben wir trotzdem noch, ich für meinen Teil, Angebote online, die tatsächlich sogar besser funktionieren als davor. Und bei dir genau derselbe Fall, was Jeden für Fall. uns natürlich super schön ist. Und deshalb wollen wir das Ganze mit dir teilen. Wie kann das überhaupt der Fall sein, dass das so funktioniert, wie es gerade funktioniert und auch passt bzw. klappt? Dazu werden wir, wie gesagt, drei verschiedene Videos machen, um uns auf die verschiedenen Themen zu fokussieren. In diesem Thema geht es vor allem jetzt mal darum, mich würde deine Sicht interessieren, Erik. Was ist denn jetzt tatsächlich entscheidend für Leute, die von bezahlter Werbung entweder noch nichts gehört haben? Ja, also im ersten Schritt, was ist für Leute entscheidend, die von bezahlter Werbung noch nichts gehört haben? Was können die denn jetzt mit bezahlter Werbung über Facebook, YouTube beispielsweise erreichen, machen? Für welche Angebote wäre das denn beispielsweise jetzt interessant, speziell in dieser Zeit zu sagen, ich setze mich jetzt genau mit Facebook-Ads, mit YouTube-Ads und sonstigen Traffic-Quellen auseinander, weil gerade sich eine große Chance auftut? Ja, ist auf jeden Fall gerade extrem spannende Zeit für alle, die Online-Geld verdienen wollen, es schon machen oder noch vorhaben. Vielleicht mal kurz, ist ja auch generell so, dass jetzt auch Leute mehr daheim sind. Bei uns ist jetzt auch seit gestern Ausgangssperre verhängt worden. Also ich bleibe jetzt genau hier, sitze die nächsten paar Wochen und arbeite von hier. Und eben auch gerade dann sind Leute viel mehr daheim, die Leute sind präsenter und die schauen auch mehr Werbung. Leute sind viel anfälliger jetzt für Werbeanzeigen, ne? Das muss man auch wieder sehen. Und viele Leute kriegen Panik. Ich meine, klar, Corona ist ein Riesenthema. Jeder redet nur drum, jede Nachrichtensendung kommt alle 10 Minuten, hörst du irgendwo erst mit Corona. Ist auch ein krasses Thema, darf man nicht unterschätzen. Aber sehr, sehr viele drehen eben aus Panik die Werbeanzeigen ab. Die, die normalerweise wirklich viel, viel Geld ausgeben, sei es bei Facebook, bei YouTube, bei Google, egal wo, die drehen jetzt aus Panik die Werbeanzeigen ab. So, und das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein großes Auktionshaus. Facebook ist ein riesengroßes Auktionshaus. Wer mehr bietet, kriegt den Klick. So, ganz einfach. Deswegen gibt es Leute, die zahlen mehr und Leute, die zahlen weniger. Wenn es jetzt aber weniger Konkurrenz gibt, weil die, die viel Geld ausgeben, nicht mehr auf der Plattform sind, dann werden auch Werbeanzeigen günstiger für alle, die wissen, was sie wirklich tun müssen. Na, und jetzt gerade ist eine gute Zeit, um egal, ob du ein blutiger Anfänger bist, dann sowieso, weil es eben jetzt günstiger ist, anzufangen. Oder wenn du wirklich schon weißt, was du tust und schon mehr Geld ausgibst, schon 1.000, 2.000 Euro am Tag verwaltest, dann erst recht, weil dann, wenn du weißt, was du tust, dann ja, hast du freie Bahn quasi. Sehr, sehr spannende Zeit. Und deswegen, wenn du jetzt in der Situation genau einen Plan hast, okay, wie kann ich jetzt wirklich neu reingehen, na, dann ist die Chance, dass du sehr, sehr günstige, sage ich mal, Klicks, Leads und Käufer erzielst, sehr, sehr hoch. Nischenspezifisch kann man eigentlich fast nicht mal sagen, weil eigentlich jede Nische gerade abgeht. Ne? Wenn du musst ja nur ein Angebot umframen. Du kannst ja nicht, du kannst ja dann zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, Online-Marketing-Agentur aufbauen, machst ja du auch. Ein Beispiel vielleicht, machen jetzt viele auch, wo eben das ein ähnliches Angebot haben, gerade alles dicht. Ganz einfach, warum? Ja, die Unternehmen haben zu, die Läden machen dicht. Ja, okay, man kann ja nicht mehr hingehen. Naja, gut, du kannst sie nach wie vor noch online anschreiben. Du kannst jetzt, weil gerade jetzt merken ganz, ganz viele Menschen, die vorher immer skeptisch waren, sich was aufzubauen, okay, mein Job ist doch gar nicht so sicher. Wie viele Unternehmen machen denn gerade pleite? Wie viele machen denn gerade zu? Wie viele rauschen den Bach runter? Die komplette Börse ist down. Ne, und jetzt merken ganz viele Menschen, okay, vielleicht ist mein Job doch nicht so sicher. Und wenn du jetzt zum Beispiel um die Ecke kommen kannst, kannst du sagen, schau mal, du hast hier die Wahl, du kannst nicht mehr ins verseuchte Büro gehen und jeden Tag die Gesundheit deiner Liebsten riskieren, sondern von zu Hause aus Geld verdienen mit dem und dem und dem. Wenn du dein Angebot auf den Markt anpassen kannst, dann hast du jetzt freie Bahn bei Facebook. Konkurrenz ist weniger, Leute sind präsenter, Leute sind in einem anderen Mindset, weil sie wissen, okay, doch nicht so sicher, was ich mir dachte, ist wirklich so sicher und leichter abzuholen, wenn du weißt, wie. So viel mal So kurz ist dazu. es. So ist es, so ist es. Ja, also ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht. Ich habe ja ein Angebot, die Social Media Agentur Academy zusammen mit Patrick Windolf. Dort haben wir über 300 Teilnehmer drinne, aktiv, also 300 Coaching-Teilnehmer. Wir hatten über 10.000 Webinar-Teilnehmer die letzten 2 Jahre gehabt, nur für dieses Webinar beispielsweise. Und dementsprechend ist das jetzt so eine Zeit, wo man wirklich sagen kann, okay, man geht damit raus. Es geht aber im ersten Moment nicht darum, jetzt von jetzt auf gleich damit Geld zu verdienen, sondern
jetzt zu lernen, sich das jetzt anzueignen, weil die häufigsten Einwände, die am Telefon kommen, ist, ich weiß nicht, ob ich das neben meinem Job schaffe, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wenn ich gerade noch irgendwie ein Studio mache oder. Und jetzt ist die Zeit da, das zu lernen, um dann, wenn wieder alles normal weiterläuft in der Wirtschaft, in die Kassen greifen zu können und wirklich auch auf die Unternehmen zuzugreifen, die jetzt etwas machen müssen, weil danach müssen die Unternehmen weiter kommunizieren. Sie müssen danach wieder auf die verschiedenen Marketingkanäle zugreifen, Angebote machen, wieder Mitglieder reinbringen bei sich und das dann eben jetzt zu lernen. Das Ganze kann man natürlich auch auf fast jedes andere Geschäft ummünzen. Es ist im E-Commerce beispielsweise auch nicht anders, wenn du die Leuten zeigst, wie sie mit E-Commerce Geld verdienen können beispielsweise. Da ist natürlich jetzt gerade eine kritische Phase auch erreicht, weil viele, die aus China oder aus anderen Ländern beispielsweise, die nicht Deutschland sind, Produkte importieren, haben natürlich Export-Schwierigkeiten aktuell. Nichtsdestotrotz wird sich das ja auch wieder lockern, wird sich das Ganze ja auch wieder verändern. Das heißt, man muss einfach nur den Rahmen verändern, in dem man das Ganze bringt und kann dann trotzdem damit rausgehen. Jetzt haben natürlich viele Angst, Erik, und sagen, ja, aber wollen die Leute denn tatsächlich noch Geld ausgeben? Sind sie denn noch bereit für Coachings oder sind sie denn noch bereit für Beratung oder sonst was Geld auszugeben? Wie siehst du das? Ja, also das kann man ganz einfach mit Ja beantworten, absolut. Klar, man kann darüber nachdenken, okay, Leute haben mehr Krise jetzt im Kopf, ne? Okay, wie kann ich mich, meine Familie schützen, das ist auch ein wichtiges Thema ist, aber eben gleichzeitig, wie ich schon gesagt habe, sind sie auch einfach präsenter für Werbeanzeigen. Und natürlich, wenn jetzt irgendeiner kommt, die super aufdringlich ist und nur Kohle machen will, klar, dafür sind Leute jetzt eher abgeschreckt. Aber ich sehe es gerade bei unseren ganzen Kundenprojekten und bei unseren eigenen auch, dass die Zahlen sogar wirklich besser werden. Wir kriegen teilweise Eintragungen für Webinare, teilweise Leads fürs Telefon zu ganz anderen Uhrzeiten, wo Leute mal auf der Arbeit sind und sonst wo. Und jetzt sind sie daheim, jetzt sind sie präsent und sind wirklich auch offen für Werbung. Und eine wichtige Sache, wenn man jetzt zum Beispiel gerade neu anfängt, wie du schon gesagt hast, sehr guter Punkt, dass man jetzt die beste Zeit hat, weil jetzt ist es günstiger zu lernen. Und wenn man das ohne Hilfe macht, dann wird man sowieso ein bisschen Geld ausgeben müssen, das ist ganz normal. Dann hat man jetzt die besten Chancen, es günstiger zu machen. Oder wenn man sich einen richtigen Plan holt, einen richtigen Schritt für Schritt Anleitung von Leuten, die es eben schon den ganzen Tag machen und nichts anderes tun, dann ist es umso besser. Und für Leute, die schon mehr Geld ausgeben, ich kriege ganz viele Anfragen, hey, soll ich meine Anzeigen abdrehen? Ich weiß nicht. Naja, grundsätzlich, wenn du, um das vielleicht kurz zu beantworten, wenn du das generell leisten kannst, stelle ich mir vor, was signalisierst du denn deinen Kunden oder deiner Zielgruppe, wenn du in Krisenzeiten nicht mehr auf ihrer Plattform bist? Alles andere, als dass du irgendwie sicher, krisensicher bist, was Echtes aufbauen kannst. Wenn du Leuten jetzt zeigst, wie sich eigentlich das Business aufbauen und drehst aber gleichzeitig in der Krise eine Anzeigen ab, weil du Angst hast, du bist nicht mehr profitabel, signalisierst du deinem Kunden automatisch, schau mal, ich bin selbst nicht so wirklich sicher. Also jetzt ist die Zeit, wirklich deine Zielgruppe auch zu zeigen, wenn du die schon hast, wenn du wirklich auch schon profitabel bist, zu zeigen, schau mal, ich stehe die Krise entspannt durch, meine Anzeigen laufen weiter, du kannst auf mich vertrauen. Und das bildet wirklich, wirklich viel Vertrauen, was du dann nach der Krise nutzen kannst. Und ja, 5, 6, 7 Schritte, allen anderen wieder voraus bist dann danach. Also grundsätzlich auf jeden Fall, die Leute kaufen immer noch, wenn es halt eben zur Krise passt. Ne? Immer Markt anschauen, okay, schauen, was läuft gerade, wie ist gerade die Marktsituation generell, das Angebot ein bisschen anpassen. Man kann ja auch ein Angebot, also einen Kurs zum Beispiel, auch 100-mal verschieden anbieten. Man kann ihn ein bisschen umschreiben, man kann schauen, okay, wo passt er gerade rein, jetzt eben gerade auf Corona anpassen. Schau mal, du kannst von zu Hause aus bei deiner Familie, bei deinen Liebsten, trotz Quarantäne Geld verdienen. Das ist dann das Beste, was du eigentlich was machen kannst. Oder wenn du jetzt in Richtung Abnehmen gehst, sehr, sehr viele Fitnessstudios, ich glaube, fast alle sind sogar schon zu, meins selbst auch. Ich mache daheim auch ein bisschen Homegym, so ein Handel irgendwo rumlegen, so ein Kram. Auch sowas kannst du einfach jetzt in Richtung Sport und Ernährung gehen. Fitness, Home-Trainingspläne, Home-Gym-Pläne und so ein Kram. Du musst dein Angebot ja nur anpassen können. Du musst da flexibel sein. Viele bleiben jetzt halt stur in ihrer Bahn und fahren ihr Angebot weiter durch, im Wunder, wenn sie um die Zahlen anbrechen. Wenn du mit dem Markt mitgehst, ein bisschen flexibel bist, dir anschaust, was machen andere gerade, was funktioniert, was macht Sinn, dein Angebot anpasst, dann werden die Zahlen nicht wirklich einbrechen können. So ist es, definitiv. Das war eigentlich schon mal ein richtig guter Einstieg jetzt für die folgenden Videos, denn wir werden in Video 2 speziell darüber sprechen, wie kannst du jetzt deine Facebook-Werbeanzeigen optimal schalten? Was solltest du da machen? Wie solltest du das Ganze angehen? Auch das Thema Kampagnenbudgetoptimierung. Wie kannst du damit wieder 3, 4 Schritte den anderen voraus sein? Und im dritten Video werden wir dann speziell darüber sprechen nochmal, wie solltest du jetzt deine Seiten anpassen? Ja, welche Seiten solltest du jetzt bauen, rausbringen? Welche Werbematerialien solltest du jetzt tatsächlich nutzen, damit du auch wirklich die Leute zum jetzt gerade in dieser sensiblen Zeit abholst und günstigere Leadpreise erzielst oder günstigere Verkäufe als noch zuvor? Von dem her wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß, gleich die nächsten Videos anzugucken, gemeinsam mit Erik und mir. Und wir sehen uns. Ja, bis gleich. Ciao. Ciao.